Willkommen, willkommen in meinem Reich, Schattengeborene. Wer war das? Hallo? Wer ist da? Nur keine Panik. Lasst eure Waffen stecken. Ich habe nicht vor, euch etwas anzutun. Natürlich fragt ihr euch, wer ich bin. Genannt werde ich der gefallene Erzseraph, der ehemalige Kriegsmarschall derer, die ihr Menschen als Götter bezeichnet. Und der nun von eben jenen verachtet wird, obwohl er so viel für sie getan, so viel für sie geopfert hat. Ich bin Arkt. Oh, und ihr denkt richtig. Arkt und Arktwelt, da gibt es in der Tat einen Zusammenhang. Denn dies ist mein Reich, und ihr seid gerade ins Allerheiligste eingedrungen. Ich weiß nicht, welches Ziel ihr verfolgt, wenngleich ich bereits eine Vermutung habe. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, euch aufzuhalten. Nur ein Wort der Warnung. Wagt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr das vorhabt, was ich glaube, wenn ihr die Silberplatte der Lichtgeborenen sucht und sie benutzt, dann könntet ihr euch mächtige Feinde machen. Aber schreitet fort. Ich denke, euer Handeln kann am Ende Gerechtigkeit in der Welt bewirken. Auch wenn ihr das in diesem Moment selbst noch nicht seht. Ich glaube an euch. Schreitet fort. Oh, danke, Arkt. Heißt das, dass wir uns dieses Mal ein bisschen mehr auf die Stimmung der Ruine konzentrieren können? Ohne irgendwelche Ratten oder Skelette die ganze Zeit töten zu müssen? Oh, ich würde jetzt zu gerne wissen, was für eine Geschichte hinter diesem Arkt steht. Ich wette, man hat mehr zu ihm erfahren, wenn man Arktwend gespielt hat. Aber damit habe ich ja leider nichts am Hut. Kann mich irgendjemand von euch erleuchten, wer dieser Arkt ist? Ah, Verbannung des Arkt. Tyrannei der Lichtgeborenen? Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen oder zumindest schon mal eingesammelt. Verbannung des Arkt. Oh, das ist jetzt aber interessant. 14 Seiten, das kann ich jetzt allerdings nicht kurz mal vorlesen. Das würde ein bisschen länger dauern. Aber ich würde sagen, Moment, das ist logischerweise kein Diebstahl, oder? Nein. Ich nehme dieses Buch mal mit. Und sobald ich wieder die Let's Reads machen werde, da habe ich nämlich auch schon wieder einen kleinen Plan, dann werde ich unter anderem auch das hier vorlesen. Dann werden alle Leute von euch, die nicht Arktwend gezockt haben, vielleicht genauso wie ich ein bisschen erleuchtet werden, wenn wir das uns mal durchlesen, was es mit diesem Kerl, ich nehme an, dass es ein Kerl ist, auf sich hat. Ich stelle sein Geschlecht in Frage, weil die Daedra theoretisch auch immer geschlechterlos waren, also weder männlich noch weiblich und trotzdem hatten sie eine männliche Stimme. Aber ich denke schon, dass Arkt männlich ist, also würde Sinn machen. Oh, ich sehe sitzende Skelette. Ist das da hinten die Silberplatte so groß? Ich dachte da eher doch schon an etwas Tellergroßes. Sieht aber fast danach aus. Schau doch. Jesus! Das muss die Silberplatte sein. Wir haben es geschafft. Jetzt aktiviere sie schnell, damit wir wieder von ihr wegkommen. Gott, Kim, mach das nicht noch einmal! Ich bin gerade voll gespannt, wo zur Hölle wir hier gerade sind und plötzlich springst du mich von hinten an. Mann, Mann, Mann. Alter. Krass. Silberplatte. Okay. Dann wollen wir mal wahrscheinlich vielleicht Kontakt mit Naran zu Larantheal aufnehmen. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es passiert nichts. Muss ich draufgehen? Ich kenne euch nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier tut. Aber in eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Ganz gleich, warum ihr dies macht. Es war eine brillante Idee. Abgesehen von meinen Wächtern seid ihr das erste menschliche Wesen, das ich seit über 1000 Jahren zu sehen bekomme. Sagt mir, wie steht Baratheons Krieg gegen die Götter? Haben er und Mersul die Schlacht noch gewonnen?
Oh, er weiß noch gar nichts davon. Ich dachte, Baratheon hätte irgendwie Narazul Arantial gefangen genommen oder sowas. Oh, ich glaube, ich bin nicht mal ganz up to date. Nette Augen übrigens. Das sage ich nicht, weil ich dich heiß finde, sondern weil sie sehr gut texturiert sind. Okay, machen wir einfach mal weiter. Baratheons Krieg ist vorbei. Nicht? Was ist mit ihm passiert? Er lebt doch noch, das spüre ich. Er herrscht nun über Nerim. Wie bitte? Er hat den Krieg beendet und sich feige nach Nerim zurückgezogen, damit er dort seinen eitlen Herrscherdurst stillen kann? Dieser törichte Narr. Er hat mir die Treue geschworen. Ich habe ihm befohlen, den Kampf gegen die Götter weiterzuführen. Und dieser Feigling wagt es tatsächlich, meinem Befehl zu trotzen, kaum dass ich gefangen genommen wurde. Eigensinniger Verräter. Was muss nur alles geschehen sein in den Jahrhunderten meiner Gefangenschaft? Verblichen sind die vergangenen Zeiten, als Menschen und Aterne noch zusammen zu den Waffen griffen und den Mut hatten, gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen. Gemeinsam. Nerim hat wohl den Glanz von einst endgültig verloren. Baratheon, dieser Narr, hat beide Seiten verraten. Gut, ich habe ihn wohl unterschätzt. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal zu begehen beabsichtige. Wenn ich eines Tages hier herauskomme, werde ich an Baratheon ein Exempel statuieren, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Nun allerdings wird er erst einmal alarmiert sein. Wir sind durch einen Schwur miteinander verbunden und er wird bemerken, dass jemand Kontakt zu mir aufgenommen hat. Oh. Doch sprecht, wer hat euch geschickt? Mersul? Bitte sagt nicht, dass auch er unsere Sache verraten hat. Es war Mersul, aber er will euch befreien. Gut. Und deshalb seid ihr wohl hier. Ihr wollt wissen, wo genau sie mich festhalten. Leider weiß ich dies nicht im Geringsten. Ich vermute unter einem See oder unter dem Meer, denn es ist sehr feucht hier unten. Aber das wird euch wohl kaum weiterhelfen. Doch hört zu, ich will euch alles sagen, was helfen kann, mich zu befreien. Diese Götter haben eine magische Barriere um meine Zelle errichtet, die verhindert, dass hier drinnen Magie gewirkt wird. Eine Vorsichtsmaßnahme, und leider funktioniert sie. Die Barriere wird von einigen Seraphim aufrechterhalten. Wenn Mersul mich hier rausholen will, müssen diese Seraphim sterben, damit der Schutzzauber durchbrochen wird und ich meine Kräfte wieder gebrauchen kann. Und wer ist das? Arkt! Bist du das? Oh, ja, Arantheal. Ich bin es in der Tat. Ich war neugierig, wen diese beiden hier mit der Silberplatte wohl herbeirufen würden. Und als ich sah, dass du es warst, konnte ich mich leider nicht mehr zurückhalten. Oh, Art, wie unverhofft, dich hier wiederzusehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ein kleines Unglück in deinem Land gab, gegen das du nichts unternehmen konntest. Nicht einmal dein ach so großes Heer konnte dir helfen. Was? Immer noch enttäuscht, dass dein Putschversuch gegen die Götter ausgerechnet an meinen Soldaten gescheitert ist. 1000 Jahre gefangen und immer noch voller Zorn. Der Zorn ist es, der mich hier unten am Leben erhält. Und ich werde hier herauskommen, Arkt, damit du ihn spüren kannst. Du hast mir damals alles genommen, was mir lieb und teuer war. Glaube ja nicht, dass ich das vergessen habe. Ach, du meinst das Mädchen? Diese unflätige Geschichte mit Selara, diesem naiven und einfältigen Ding. Sie war also alles, was dir je lieb und teuer war? Traurig für dich. Aber ich muss dich korrigieren. Ich habe sie dir nicht genommen. Das hast du ganz allein geschafft. Du abartiger Sohn einer Hure. Ich habe Celara geliebt und sie mich, bis du ihr diesen Unsinn eingeredet hast. Du hast sie gegen mich aufgehetzt. Das siehst du falsch. Ein Glanzstück an Hinterhältigkeit würde ich es nennen. Du hättest Dinge haben können, von denen andere Sterbliche nur träumen können. Aber du wolltest mehr. Immer nur mehr. Deshalb hat Celara dich verlassen. Und du, einfältiger Narr, denkst natürlich, alles Übel der Welt laste auf deinen bemitleidenswerten Schultern. Mir hast du sie auch genommen. Womit rechtfertigst du das? Womit rechtfertigst du, sie getötet zu haben? Du bist ganz allein daran schuld, was aus uns geworden ist. Ich, der Verbannte Seraph, und du,
der gebrochene Streiter für die Herrschaft der Menschen. Nur ein Idiot deines Ausmaßes würde mich als gebrochen bezeichnen. In mir schlummert Kraft und in mir schlummert Zorn. Und ich garantiere dir, dass ich beides nutzen werde. Genug jetzt. Berichtet Merzul, ich bin irgendwo unter der Erde gefangen und um mich zu befreien, müssen die Seraphim hier unten getötet werden. Das ist der einzige Weg. Ich werde die Verbindung nun abbrechen, damit mich diese widerliche Natter nicht vollends zur Weißglut treibt. Ich hoffe, ihr werdet Erfolg haben. Nun bin ich also doch noch in Erscheinung getreten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um euch noch einmal zu warnen. Narazul Arantheal ist gefährlich. Es gibt einen guten Grund, warum er weggesperrt wurde. Wenn er freikommt und seinen Feldzug gegen die Götter weiterführt, gut, es soll mir recht sein. Schließlich haben mich die Lichtgeborenen, also die Götter, nach der Schlacht gegen ihn verbannt und ich hege keine Sympathie mehr für sie. Arantheal ist mächtig und er könnte es schaffen, die Götter zu besiegen. Aber hütet euch vor ihm. Er hat nichts zu verlieren und er wird alles daran setzen, zu gewinnen. Er wird über Leichen gehen. Behaltet das in eurem Herzen. Und nun verschwindet aus meinem Land. Ich habe das Gefühl, dass ihr anderswo dringender gebraucht werdet als hier. Oh, Arkt teleportierte mich mit einem Zauber zurück nach Nerim. Okay. Das ging schnell. Oh. Und was ist mit Kim? Hast du den auch teleportiert? Irgendwie hast du nur mich beschossen. Hilfe! Luda unterstützt uns mit Defensivzaubern. Oh. Ihr beiden wendet Feuermagie an. Und Luda kommt... Wo kommt ihr denn auf einmal her? Aber gut, wir können jede Unterstützung brauchen. Wir müssen uns zum Hauptgebäude durchschlagen. Was? Wie? Was ist los? Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanktum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir müssen alle ins Hauptgebäude zu Merzul, ansonsten haben wir keine Chance. Los jetzt! Wir gehen nach unserem Plan vor. Je schneller wir im Hauptgebäude sind, desto größer sind unsere Chancen, den Angriff zurückzuschlagen. Für die Freiheit der Menschen! Für die Freiheit der Menschen! Yay! Für die Freiheit der Menschen! Oh Gott, was, wie, das kam etwas unverhofft. Wo ist Kim? Warum? Ist das nur ein Traum? Ist das wirklich passiert? Oh mein Gott! Die ganzen Wachen vom Sanktum, alle aufgeschlitzt. Was ist geschehen? Oh Gott, ich kann euch nicht helfen! Aber ihr seid ja auch schlau, lasst euch in so einen Engpass treiben. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr alle hier so zusammengepfercht seid. Rennt mal durch! So, ich röste die mal hier so ein bisschen. Boah, das ist ja ganz schön krass hier. Was ist da los? Gott. Okay, die Fackel bringt nicht sonderlich viel. Verdammt. Ich glaube, Baratheon hat gerochen, dass wir mit Narazul Arantheal Kontakt aufgenommen haben und hat sofort seine Soldaten entsandt. Oh mein Gott, nein! Jetzt habe ich auch meine Kollegen noch getötet. Weil die mir wieder... Oh, hoppala. Weil die mir wieder hier in den Weg blutbehaftet. Oh, bitte greift nicht mich an. Ich meine es eigentlich nur freundlich, wirklich. Na gut, ich will jetzt hier nicht die ganzen Typen looten. Die werden eh nichts Interessantes haben. Hey, stehen bleiben! So, was ist jetzt hier los? Muss ich wieder mit eurer Gruppe sprechen, oder? Nein, okay, einfach ihm hier folgen. Auf zum Hauptgebäude zu Merzul! Ist das Hauptgebäude nicht da? Wo rennen wir hin? Wo rennst du hin? Ach, mittlerweile ist das hier ein Aufgang. Jetzt können wir hier hoch. Oh Mann, was ist hier los? Das kommt mir immer noch vor wie ein schlechter Albtraum. Vor kurzem war die ganze Welt hier noch voll in Ordnung und jetzt plötzlich geht hier alles den Bach runter. So, was ist hier los? Ich möchte unterrichtet werden. Es ist gut zu sehen, dass wenigstens ihr es hierher geschafft habt. Die Soldaten haben viele von uns getötet. Valmiria ist unter ihnen. Nein! Ich befürchte, dass auch wir nicht lange werden standhalten können.
Das wird die Soldaten aufhalten. Aber wenn der Kanzler hier auftaucht, und das ist wahrscheinlich, wird er den Zauber brechen können. Hört mir zu. Wenn sie es schaffen, diese Halle zu stürmen, dann sorgt euch nicht um mich. Niemand mag sagen, was passieren wird, aber wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Merzul, was redet ihr da? Ihr seid der Führer unseres Ordens. Unser Orden steht für eine Idee. Nämlich für die gerechte Herrschaft der Menschen, ohne dass die Göttlichen sich in unsere Belange einmischen. Und eine Idee braucht keinen Führer, um weiter existieren zu können. Sie lebt von allen Menschen, die sie in ihrem Herzen behalten. Deshalb wird es unserer Sache keinen Abbruch tun, wenn ich sterben sollte. Unsere Idee, die Idee von Narazul Arantial, wird nicht mit mir untergehen. Ihr habt recht, Merzul. Aber was denkt ihr, wird Barathion mit uns machen? Sein Problem ist, dass er alles und jeden unterschätzt. Er wird in euch keine allzu große Gefahr sehen und euch ins Verlies der Hauptstadt sperren lassen. Es dürfte nicht schwierig sein, von dort zu fliehen. Nicht für euch. Wenn ihr draußen seid, müsst ihr ins Nordreich gehen. Dort ist ein befreundeter Magier, der unsere Sache von da an weiterführen kann. Ihr redet von Callisto, im alten Bergkloster. Genau den meine ich. Sucht das Bergkloster im Nordreich auf und berichtet Callisto von den Geschehnissen hier. Genaueres können wir jetzt nicht planen, aber ich weiß, dass ihr es schafft. Oh, 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 oh Gott, Überfall, oh mein Sie Gott, sind das viele. Das ganze Pack auf einem Fleckchen und alle zittern sie um ihr Leben, als wäre gerade der Tod selbst durch dieses Tor geschritten. Doch ich fühle mich geschmeichelt. Euer erster Verrat hat euch wohl nicht gereicht, Baratheon. Es war euch wohl nicht genug, dass ihr mich und unsere Idee im Stich gelassen habt, nachdem Narazul Arantial damals gefangen genommen wurde. Ich nenne es mitnichten Verrat, Merzul, mein Freund. Vielmehr Voraussicht. Arantial war aus dem Spiel und wir beide haben danach lediglich unsere eigenen Ziele verfolgt. Ihr habt das vielleicht. Ich wollte Arantials Idee weiterleben lassen. Ich habe diesen Orden gegründet. Und euch fiel nichts Besseres ein, als uns einzuschränken und zu unterdrücken. Schweig! Deine Chuzpe kann dich auch nicht mehr retten. Du, Merzul, hast meinem Befehl zuwidergehandelt, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Dies hier hast du dir, ganz allein dir und deiner unendlichen Starrköpfigkeit zuzuschreiben. Ihr redet Unsinn. Schließlich seid ihr nur hier, weil ihr es nicht dulden könnt, dass die Menschen im Sanktum Magie nutzen können. Ihr wollt, dass dies allein euer Privileg ist. Ihr wollt jeden, der magisch begabt ist, davon abhalten, seine Fähigkeiten zu gebrauchen, damit niemand eine Gefahr für euch werden kann. Und dabei vergesst ihr, dass der Schatten, den ihr jagt, eine erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Schatten, den ihr werft. Merzul, der gute Merzul, um große Worte niemals verlegen, genau wie früher. Und immer noch an Idealen festhalten, die sich schon längst selbst überlebt haben. Ihr seid eine aussterbende Spezies, mein Freund. Und damit wäre ich auch schon bei dem Punkt angelangt, aufgrund dessen ich hergekommen bin. Wie könnt ihr es wagen, Verräter? Bleibt zurück! Oh. Das reicht. Wenn ihr glaubt, dass eure Kräfte den meinen überlegen sind, dann versucht euch an ihnen. Aber lasst die anderen hier aus dem Spiel. Ein Spiel, das nach meinen Regeln läuft. Nein! Was habt ihr getan? Schafft das Pack in den Kerker. Sie stellen keine Gefahr mehr dar. Puh, Kapitel 2. Zeit für Entscheidungen. Zusammenstoß. Baratheon hat Merzul und Akorias getötet. Kim ist wahrscheinlich in Arkwend zurückgeblieben. Nur Melvin und ich haben den Angriff überlebt. Puh, okay, da ist doch jetzt die letzten Minuten richtig viel passiert, um Himmels Willen. Die Soldaten schlugen mich bewusstlos und brachten mich in eine Zelle im Kerker Erotins. Ich bin gerade eben erst wieder aufgewacht. Hey, seid ihr wach? Hört ihr mich? Kommt her, hierher! Du? Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Merzul hat es ja gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Es dürfte quasi gar kein Problem werden. Ja, Merzul hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Er hat seinen Tod in Kauf genommen. Sicherlich. Aber das macht es doch nicht einfacher. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Wir müssen hier ausbrechen und den Magier Callisto im Nordreich aufsuchen. Das sagte er. Ich spüre, dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Merzul gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Für euch ist das Feld vielleicht stark genug, aber ich werde es brechen können.
Ich kann die Schlösser öffnen. Gib mir nur eine Minute. Na, da bin ich ja gespannt. Zeig, was du kannst. Melvin? Ach, seht ihr? Ganz einfach. Quasi ein Kinderspiel. Aber wir müssen leise und vorsichtig sein. Uns darf niemand sehen. Oh, okay. Als erstes müssen wir unsere Ausrüstung wiederfinden. Wir können nicht hier ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment, still. Da kommt jemand. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Oh, bitte überlebe das. Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Sprich, wo habt ihr unsere Sachen hingebracht? Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheons Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu, du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Wir gehen durch die Quartiere. Es werden zu viele Wachen für einen Kampf sein, also haltet euch um Himmels Willen zurück. Los jetzt und denkt daran, was ich gesagt habe.